Als das neue Zickzack-Buch von Hanemühle rausgekommen ist, durfte ich als eine der ersten, noch bevor es rauskam, daran ein bisschen experimentieren. Da ich so viele Miniaturen male, habe ich natürlich das kleine Miniaturbuch bekommen und durfte, lasst mich lügen, ich glaube, 25 kleine Illustrationen reinmalen. Die sollten. Die sollten noch vor der Kreativmesse in Frankfurt fertig sein. Das heißt, ich hatte zwischen Weihnachten und Neujahr richtig viel zu tun. Das war letztes Jahr, als das Buch rauskam. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie ich wirklich ganz einfach einen kleinen Miniaturpapagei gemalt habe. Und hier siehst du die ganzen Techniken, die ich natürlich auch bei größeren Bildern anwende. Nur hier eben in der Miniatur. Du kannst es genauso gut auch später machen. Und zuerst habe ich natürlich angefangen, mit dem Bleistift ganz leicht die Vorzeichnungen zu machen. Da habe ich angefangen, mir ein paar Bilder aus dem Internet rauszusuchen von den Papageien, die ich von der Farbe schön finde, und ein paar Posen, die ich ganz schön finde. Und dann habe ich das kombiniert, also die Pose genommen und dann den Papagei vom Gefieder her genommen, der mir gefällt, und das quasi zusammengemercht. Dafür ist ja Malerei toll, das kann man hier super einfach machen. Dann habe ich erstmal mit Aquarell so die Grundfarben drunter gelegt. Das heißt, den Hintergrund blau, das Köpfchen in rot, den Schnabel so ein bisschen beige, dann hinten ein bisschen grün im Nacken und gelb für das Körpergefieder. Und dann habe ich erstmal gewartet, bis alles getrocknet ist, bevor ich mit den tieferen Farben, also den gesättigteren Farben, angefangen habe. Das heißt, ich habe erstmal so die Grundfarben festgelegt und also im Englischen heißt es gespaced. Ich habe mir halt die Areale, wo die Farbe sein soll, damit markiert, damit auch die hellen Effekte dann in dieser Farbe ein bisschen schimmern. Hier zeichne ich jetzt gerade mit einem ganz dünnen Pinsel relativ, ich sag mal, unordentlich das rote Gefieder. Das mache ich so, damit man halt noch ganz viele von diesen hellen Pünktchen sieht, also die ich in hellrosa gezeichnet habe oder gemalt habe. Das sind einfach die Lichtreflexe des Gefieders. Jetzt gehe ich hier ganz mutig in das Gelb rein, denn nur die Federspitzen hier in diesem Fall sind wirklich gelb und der Rest des Papageis von dem Gefieder, das mir gefallen hat, war mehr in einem Orangeton. Das heißt, ich habe hier lasierend gearbeitet mit nass auf trocken. Das heißt, ich habe zuerst die Fläche gelb gefüllt und dann die trocknen lassen und dann mit einem hellen Rot nochmal drüber. Dann habe ich die Flächen des Gesichtes und des Schnabels nachgedunkelt. Dafür habe ich mir einen etwas matteren, grau-beigen Ton zusammengemischt und arbeite auch hier natürlich wieder lasierend. Und als das dann getrocknet war, habe ich dann noch mit einem dunkleren Schwarzton, also ein Blau-Schwarz, die ganz dunklen Flächen des Papageis, also des Schnabels, nachgezeichnet. Das fand ich ein bisschen tricky, weil ich vorher noch nie so richtig genau einen Papagei gezeichnet habe. Und das Muster auf dem Schnabel ist doch schon sehr eigenwillig, sage ich mal, wenn man ansonsten nur Blumen malt. Aber es war eine schöne Herausforderung. Und du siehst auch hier, wie ich mich hier von hell nach dunkel arbeite. Ich setze hier zuerst mal die Form, damit ich dann später schneller arbeiten kann, und setze dann hier noch gleich so nass ein paar dunklere Akzente rein, damit ein paar Verläufe entstehen, und dann gehe ich auf die andere Farbe über, um es trocknen zu lassen. Das heißt, ich gehe jetzt wieder ins Gefieder zurück und setze hier ein paar dunkelrote Akzente, damit das Gefieder noch ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Das sind quasi die Schatten unter den oben liegenden Federn. Und da sieht man auch ganz schön, dass die Spitzen der Federn am Körper gelb sind. Das wird dadurch deutlich, dass direkt neben der Spitze ein sehr dunkles Rot ist, mit dem ich den Schatten dargestellt habe. Dann bin ich weiter nach oben ins grüne Gefieder gegangen, habe mir ein bläuliches Grün gemischt und habe damit dann auch die Federn ausgearbeitet. Ich nehme da sehr gerne so bläuliche Töne, damit die Schatten besser hervorkommen.
Im Kopfbereich gehe ich dann genauso vor. Hier musste ich ein bisschen warten, damit die Schatten im Gesicht trocknen, damit die Farben nicht ineinander laufen. Und arbeite jetzt auch hier wieder die Federn noch weiter aus. Das heißt, da wo ich gesehen habe, okay, mir ist die Farbe noch zu hell, da gehe ich jetzt nochmal dunkler mit Rot rein. Und hier nehme ich ein bisschen Gelbgrün und lasse es direkt in das Rot reinlaufen. Danach habe ich wieder das Pale Blue genommen und habe den Schnabel nochmal nachgezogen, habe das Muster ein bisschen intensiviert, habe mich da ein bisschen an die Vorlagen vom Foto gehalten. Da kann man ja ganz gut sehen, dass, ja, dass die Schnäbel auch nicht, also wirklich wie in Tinte getunkt sind, sondern dass sie eben auch Verläufe haben. Als nächstes habe ich dann das Auge gelb gemalt und dann nochmal weitere Schatten in das Rot eingefügt. Nachdem ich dann hier, ich sag mal so, die letzte Schicht gemalt habe, habe ich mir dann einen Föhn zur Hilfe genommen. Das habe ich jetzt hier rausgeschnitten, damit die Farben gut trocknen, damit ich dann an den Details weiterarbeiten kann. Hier zeichne ich dann nochmal die kleinen roten Pünktchen ins Gesicht des Papageien. Und jetzt habe ich alles trocknen lassen und zeichne jetzt hier mit einem ultradünnen Pinsel, ich glaube, das ist ein 010er gewesen, zeichne ich das Auge des Papageien nach. Und hier bin ich extrem vorsichtig. Man sieht auch, es ist nicht ganz rund geworden, aber das ist bei Aquarell auch gar nicht schlimm, finde ich. Nachdem ich dann mit dem dünnen Pinsel das Auge gemacht habe, habe ich noch ein paar mehr Details in den Schnabel gesetzt und damit bin ich eigentlich auch schon fertig. Ich hoffe, dieses kleine How-to oder wie zeichne ich ein Papagei hat dir ein bisschen geholfen, damit du die Scheu vielleicht vor mehreren Farbschichten verlierst, denn das gibt dem Bild wirklich extrem viel mehr Tiefe und die Farben fangen viel mehr an zu leuchten. Und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben auf YouTube freuen oder auch natürlich ein Abo, dann siehst du noch ein paar mehr von meinen neuen Videos. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, deine Julia.